ist das schon wieder kalt hier, Menno. Ach ja, ich habe Fusselklamotten gefunden. Und ich sehe, ich spawn hier genau zum richtigen Moment. Was ist denn da alles aufgetaucht? Patronen nehme ich erstmal mit. Eine M-Block, naja, aber USG 45 mit Schalldämpfer. Da nehme ich zumindest den Schalldämpfer schon mal runter. So, die USG könnt ihr euch sonst wohin schieben. Pistole habe ich jetzt ja da drin. Und dann machen wir auch prompt den Schalldämpfer drauf. So. Hat die noch ein zweites Magazin von der Sorte? Nee, scheinbar nicht. Ja, ich krieg's immer so ein bisschen durch den Tüdel, ne? Welchen ich jetzt gerade schon bespielt habe und welchen nicht, wegen des verschiedenen Server. Hallo? Da, Jungs. Uff. Uah. Was ist das denn? Mit 48? Ja, das sieht aber gut aus. Komm, was habe ich denn hier? Ja, dann kaum finde ich irgendwie was Interessantes. Schon. Kann man es gar nicht mehr sehen. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Nehme ich die Angelhaken überhaupt noch mit? Ja, komm, ich nehme sie mal mit. Was ist das hier? Firefight, das ist ein Gilly-Dingstar-Rap. Voll der Rapper hier. Mal gucken, ob das hier drauf passt. Ja, ich wirke immer fusseliger. Das ist alles so Spielkram, der bei Player gegen Player höchst interessant ist, aber jetzt hier nicht so sehr. Oh ja, hier, solange ich noch keine Streichhölzer gefunden habe, ist so ein Road Flare ein sehr schöner Ersatz. Tarnetz, nein. Papa, papa, mehr Patronen wäre jetzt toll. Glowstick. Camo Gorka Pants. Lark Camo heißt das. Gesundheit. Gerade noch. So. Ich glaube, dann laufe ich auch schnell mal irgendwo nach nebenan, bevor die Wölflein hier aufgetaucht sind. Sind das schon alle Gebäude? Ja, ne? Und das sind anscheinend alle Zombies. Diesen Fusseldings hier, der ist nicht gerade hilfreich. Pass mal auf, wir tauschen die beiden einfach hier. So. Na, jetzt gucke ich da dran vorbei. Oder wenigstens so ein bisschen vorbei. Ein Feuerzeug. 9 Volt Batterie, auch gut. Jawohl. Jawohl, meine Herren. Eine Bandana, eine weiße Bandana. Die könnte ich mir weiß vors Gesicht binden, statt diesem Tüdelkopf-Dings. Low Insulation, High Insulation, tja. Hallo? Nein, falsch, die 4 wäre aktuell. Hey, sieh da. Da ist noch eine 45er Maschinenpistole. Ah, Snow 5 Gilly Armband. Ist das schicker? Oder ist das nicht schicker? Ist das so weiß-blau eher, ne? Das ist so eine Art Bibo. Ach ja, richtig. Ich kann jetzt ja. Ah, oh, ist das geil. Ist das ein geiles Ding. Guck mal, ich müsste jetzt nicht nur auch die Wasserflasche, ich müsste so einen Kram hier hinhängen können. Da zum Beispiel. Nein, das geht nicht. Aber den Bottich. Den kann ich der. Oh, das ist ein Platz, der dadurch entsteht. Und die Axt kann dahin. Und noch eine Knarre mehr kann ich schleppen. Wie sieht es mit 45er Patronen aus? Boah, sind die so schlecht? Nee, die sehen irgendwie anders aus. Ach, das sind 9 Para hier. Und? Das sind auch 9 Para. Oh, das rechnet sich ja richtig. Gut. Trotzdem, ich weiß nicht, die Farbe ist irgendwie bedenklich, ne? Naja. Kommt nicht so drauf an, ist eher modisch. Die Nummer 4 habe ich gesagt, oder sollte ich eine Schrotflinte? Ich nehme mal eine Flinte. Ich meine, so ein Wolf ist ja eigentlich so ein klassischer Flintenfall. So, Wölfi.
Hallo Wölfchen, wo bist du? Da? Da kommst du schlecht ran da. Siehste wohl. Oh, ist das laut. Also ein paar von der Sorte tauchen ja doch noch auf. Ja, da habe ich wieder einen Schuss verschenkt quasi. Hallöle? Ach, da, ne? In der Hand kann ich so gerade sehen. Das reicht mir aber nicht. Vielleicht prügeln sich ja die Wölfe und die Zombies mal wieder. Das wäre mir sehr recht. Und nichts Besseres hätten sie verdient. Noch eine Patrone. Oder habe ich nicht lang genug gedrückt? Nee, war nur noch eine Patrone. Na schön, was hätten wir noch? Die Nummer 4. Sag mal. Aua. Tja, also sowas. Da muss ich doch mit etwas größerem Kaliber andrücken, wa? Hat eigentlich so ein Fusselding auch einen Wärmwert? Bin nicht so ganz sicher, ob ich die Tür jetzt aufmachen soll. Warte mal, wie ist das denn mit dem Nummer 3? Ist der auch geladen? Ja. Passt da noch eine Patrone mehr rein? Nein. Tja, bin ich jetzt einfach mal mutig. Obwohl ich glaube, ich höre mindestens drei Zombies. Hier. Geht doch. Alles eine Frage der Überzeugungskraft. War's das jetzt oder lungert da noch irgendwo einer rum? Der letzte Wolf ist abgehauen, ne? Ah ja, ein sehr schönes Ersatzmesser.
tu den weg. Tu den hin. Ist doch nicht so schwierig. Weste. Ruined. Ja, das kommt, wenn man auf Leute schießt, das wird dadurch nicht besser. Okay, dann müssen wir den Herrschaften hier mal eben so ein bisschen zerlegen. Ich habe immer noch keinen richtig guten Militärrucksack gefunden. Überhaupt ist das ein relativ kleiner Rucksack, finde ich. Puh. So, das war das. Da unten war ich ja gerade eben erst. Dann gibt es ja hier noch die Wachbude, aus der komme ich gerade. Und meistens liegt hier auch noch irgendwo irgendwas. Vielleicht ja ein schöner großer Rucksack. Working Gloves. Was habe ich eigentlich zur Zeit als Handschuh an? Auch Working Gloves. Field Backpack. Ja, hat schon mal mehr Slots als das andere Dingens. Dann mal schnell alles umräumen hier. Ja, das ist doch schon mal eine Verbesserung. Eine kleine, aber immerhin. Noch eine SG-5K. Und ein Magazin, das ich ausplündern kann. Ja, ne, ich versuche mich hier möglichst schnell vom Acker zu machen, weil ich muss ja nicht zwingend hier warten, bis die nächste Lage Zombies spawnt. Combat Jacket 42, Firefighter Jacke 48. Aber da Munition. Timberwolf Camo Gorka, was ist das? Ist das eine Jacke? Ich glaube, ne? Auf jeden Fall scheint sie einen warm zu halten. In dem Falle bin ich tauschwillig. Auch wenn man nichts davon sieht. Ja, auch hier geht es jetzt wieder los mit alles hin und her schaufeln, was geht. So, das haben wir das auch geschafft. Noch eine Pilotka, aber die brauche ich nicht. Wo muss ich denn hin? Ich glaube, grob, ach, da hoch muss ich, ne? Da oben rauf. Da könnten allerdings noch mehr Getier auf mich warten. Aber dieses Risiko bin ich gewillt in Kauf zu nehmen, wohl wissend, dass der Server sowieso bald abgeschaltet wird hier. Vermute ich jedenfalls. Es kann aber auch sein, dass sie zu dem Schluss kommen, Mensch, das läuft ja richtig gut. Dann lassen wir das doch mal weiterlaufen. So, wie war das? Die Flinte habe ich keine Munition mehr für. Definitiv nicht. Definitiv nicht tief oder so. Zwei. Die Dinger hatten wir doch nebenan auf dem anderen Server auch schon. Da war es dann aber wirklich zu viel. Ich glaube, da brach der Server doch auch dauernd zusammen, ne? Weil die Dinger zu viele Slots oder zu viele Items auf einmal ins Spiel brachten. Da oben glaube ich, sowas wie eine Antenne oben drauf zu sehen. Habe ich irgendwo noch eine leere Flasche? Nee, ne? Ich glaube, die habe ich alle erst voll gemacht kürzlich. Ja. Ah, da sollte man aber tunlichst ein Gebäude finden, wo man reinkraxeln kann. Grundsätzlich, wo Zombies sind, da ist ja auch irgendwas anderes. Irgendwas Interessantes. Wo
muss mein Schlitten. Ja, ich weiß, es ist kalt. Also wenn da Zombies rumlungern, muss es da auch irgendwelche Gebäude geben. Ach, ein Schraubhuber. Ich sehe 1, 2, 3 von der Sorte. Die Frage ist immer, gibt es da irgendwas, wo man sich vor zu vielen Zombies in Sicherheit bringen kann? Pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir fangen mal mit der Axt an. Und arbeiten uns von da aus dann vorwärts. Guten Tag, ich komme von der Hamburg-Mannheimer. Ja, aber ohne Batterie, ne? Wie typisch. Auf dem weißen Untergrund kann man wenigstens den Kram gut finden. Barclay Gilly Hood, das ist also eine Kopfbedeckung. Brauche ich sowas? Da passt doch wohl nicht hin, wenn dann da, ne? Aber da ist mir ehrlich gesagt ein Helm wichtiger als so ein Puschelding auf dem Kopf. Tja, da noch einer. Mal gut, dass ich mich hier so ein bisschen zurückgehalten habe. So eine MP5K oder nicht? Nee, SG5 heißt sie hier, aber ist dasselbe. Tja, denn nix wie weg, ne? Da drüben hin. Tja, und nu? Direkte Mann nach da unten. Auf der anderen Seite wieder hoch. Auf die Gipfelposition da. Oder vielleicht doch lieber zwischendurch dann nochmal auf die große Anlage gehen. War da nicht irgendwo auf halber Höhe noch eine militärische Einrichtung? Da drüben zum Beispiel? Ich habe doch ein Zielfernrohr. Nee, kein Zielfernrohr. Doch, ich habe ein Zielfernrohr, wusste ich's doch. Das sieht aber nicht aus wie eine militärische Einrichtung da. Obwohl, da ist ja ganz eindeutig irgendwas. Das ist jetzt aber schwierig. Entscheidungen. Ich glaube mich allerdings auch dunkelst zu erinnern, dass da irgendwie so unterirdische Einrichtungen mit tollen Sachen und so sind. Das Blöde ist, sie sind sehr unterirdisch. Und ich habe nicht mal eine Kopflampe. Habe ich doch nicht, oder? Nein. Nein, ich habe keine. Dann sollte ich vielleicht tatsächlich erstmal da hinschleichen. Oder da oben drauf, je nachdem, was dich dabei ist. Und von da aus weiter grübeln. Tja, Fleisch habe ich. Dosen habe ich auch. Fleisch hat natürlich den Vorteil, das gefriert nicht. Das kann man immer essen. Das gefriert schon wieder, das Zeug. Naja, ich habe mir den Wanst ja vorhin gerade erst voll gefressen. Wird schon gehen. Ja, was haben wir denn da? Ein Fieberthermometer und eine Flagge. Nichts gegen die Flagge, aber momentan brauche ich jetzt nicht direkt eine. So, was haben wir denn jetzt hier? Doch, das sieht soweit ganz gut aus. Uah, Zombie.
Mich deucht, er hat mich übersehen. Finde ich gut. Dann wollen wir mal sehen, ob ihr... Oh, weiße Container. Ob ihre tiefgefrorenen Kumpane hier auch... Make a snowball. Ist aber eine Frage der Zeit, ne? Was haben wir da dann? KAM mit Schalldämpfer. Ohne Magazin. Egal, mitnehmen. Combat Backpack. Ja, ist mein Field Backpack, aber glaube ich noch besser. Kompass, habe ich den nicht schon? Nein, habe ich nicht. Also eintüten. Purple Camo Gorka. Du lieber Himmel, was muss man genommen haben? Jetzt muss ich wieder ein bisschen rennen hier. Mal schauen, wo ist das nächste Gebäude? Da hinten. Ach ja. Die Aussicht ist recht gut von hier oben. So, alle anderen bitte antreten. Nicht. Okay. Nicht so, dass ich euch vermissen würde, Jungs. Da war ich gerade drin. Scheint mir die letzte Wache gewesen zu sein, oder wie? Ja, das letzte Mal vermuten, dass kürzlich jemand da war und alle guten Sachen schon mitgenommen hat. Und lässt mir nur den Schund übrig. Gilly Rifle Rap. Ob meine Flinte auch Gilly Rifled werden kann? Aber dann sehe ich nichts mehr, ne? Dann habe ich das Ding die ganze Zeit vor der Nase hier. Hier wieder weghänge. Ja, es wird nicht besser dadurch. Das alles schenken wir uns mal. Das ist eigentlich eine Schnüffeltüte, ne? Ja. Nochmal eine Karte, die habe ich aber schon. Und nochmal nichts, das habe ich auch schon. Jede Menge sogar. Obwohl ich mich hier eigentlich gar nicht mal beschweren sollte. Ich wäre eigentlich ganz gut verpackt hier. Standardized Suppressor nehme ich mal aus Prinzip mit. Barbed Wire. Normal Wire wäre vielleicht ganz gut. Ah, endlich, endlich. Ein Gantlinikit. Was haben wir denn da jetzt wieder? Assault Vest. Leider in schlechtem Zustand. Das Weiß gefällt mir natürlich gut. War auch schon Damage, ne? Aber das ist nicht so Damage wie der andere. Eine Schnüffeltüte, dann könnte ich eigentlich meine Weste auch mal im Reparieren. Ich glaube, das geht mit Tape. Habe ich Tape? Ja, ich habe Tape. Oh, ich sollte vielleicht mal eben ausprobieren. Nein, erstmal repariere ich die Weste und dann probiere ich aus, ob das stimmt mit dem Gewicht. Aha. Ich kann die Weste gar nicht damit reparieren. Da wollte das Leather Repair Kit. Guck mal, achtet mal auf meine Gewichtsgeschichte. Apropos, wo kommt das denn hierher? Ist das Dauerfrost oder was ist das? Habe ich noch gar nicht gesehen. Also jedenfalls hier... Ich lege das Ding weg. Nein, ich sehe da keine Erinnerung. Also von daher wahrscheinlich eine Fehlinformation. Das erstmal zusammensticheln hier. Aber besser kriege ich es nicht hin. Was war denn noch? Sind die Waffen soweit okay? Okay, die ist damaged, aber eben eh keine Munition. Die ist worn, das ist auch okay. Ups, Gesundheit.
Tactical Gloves. Ich glaube, die sind schicker als meine Arbeitshandschuhe. Ups. Deswegen nehme ich so einen mal mit. Was haben wir hier nochmal? Mossy Camo Gorka Pristine. Best Insulation. Ja, ich glaube, das übertrifft meinen Timberwolf aber auch nicht unbedingt. Noch so eine Weste. Das da unten, was ist das da? So ein Supermagazin. Ach, Codelock. Ich glaube, hier würde manch einer für einen Codelock töten, damit er sein Zelt abschließen kann. Ich habe nur leider kein Zelt. Eine Weiger. Ja, ist eine tolle Knarre, wenn man das Magazin und reichlich Schrotpatronen hat. Noch ein Schalldämpfer für eine Ostknarre, ne? Rubber Slugs, ja, genau das brauche ich. Gummigeschosse gegen aufsässige Zombies. Ah, sehr gut. Utility Buttbag. Ratet mal, wo das hingehört. Ta-ta-ta. Und noch mehr Platz. Ah, ist das schön. Ein Fireplace, da kann man feiern. Stopp. 338. Was ist das denn für ein Kaliber? Wo soll ich den 338 Magnum herkriegen? Eieieiei, ich habe diese Russenflinte hier, ne? Die ich natürlich kein Magazin habe. Was ist das noch gleich, ne? KAM. So, den müssen wir uns jetzt mal eben kümmern, denke ich. Und zwar um die Knarre müssen wir uns auch kümmern, wie es aussieht. Die ist mir zu gelb. Besser ist das nämlich. Ja, schöne Knarre, aber wo finde ich denn 338er Patronen? Nun meine Güte. Ein Enduro-Helmet. Ist der besser als meiner? Ich weiß es nicht. Aber rauflaufen werde ich da oben natürlich trotzdem nochmal. Und ich wollte rund um den LKW auch nochmal gucken. Alles herzlich nutzlos. Magazin raus. Knarre wegstecken. So ein zweites Magazin, das wäre toll. M-Lock. Ein 5-Round Pioneer Mag. Ja, ich hatte doch mal eine Pioneer. Ah, da ist das zweite Magazin, das ich so gesucht habe. Rubber Slugs, ja. Dann machen wir das zweite Magazin doch gleich erstmal voll. Draußen läuft schon jemand rum, in den ich es wieder leer machen kann. Ja, wo ist es denn? Allmählich wird es unübersichtlich. Magazin, Magazin. Nein, das ist das Falsche.
Da ist es doch. Weiß noch nicht, wie es in den Patronen aussieht, ob die nur auch noch ausreichend vorhanden sind. Ja, siehst du, 13 nur noch. Ne? Also ich muss schon ein bisschen aufpassen. Ah, ein kleines Visierchen. Habe ich das hier auch schon drauf? Nein. Jetzt bin ich verwirrt. Ach, das ist für die Lampe. Tue stattdessen ins Visier. Ja, besser. Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, das ist besser. Dann wollen wir uns das doch mal näher angucken. Also, das eine Gerät hier ist pristine. Die ist auch pristine. Anscheinend sind es dieselben Knarren. Dann tauschen wir die erstens aus. Zweitens kommt der Schalldämpfer runter. Damit die Knarre drittens... Was ist denn hier noch angebaut? Vollerschaft, ne? Ja. Da weg, dann kann der dahin, der Schalldämpfer drauf. Was für Patronen kommen da rein? Weiß das irgendjemand? Magazin, Magazin, Ding. Ich finde mal eben raus, was da reinpasst. Aha, irgendetwas, was ich habe. Ach nee, und da liegt jetzt ein komplettes Set. Ja, 23 Patronen. Naja gut, besser als nichts, ne? Damit müsste ich jetzt auch die Biester einfach so abknallen können. 762 mal 39 ist auch immer gut zu haben. Salt West, welcher Zustand? Auch Damage ist nicht besser als meins. Endlich Rauchbomben. Rauchbomben? Automatisch hier oben? Natürlich nicht. Also wenn das jetzt immer geht, dann kann ich natürlich haufenweise von diesen Plastikflaschen irgendwo an meiner Ausrüstung hängen. So. Das wieder Gummipatronen hier, oder? Was mache ich denn hier? Was habe ich denn da gerade für eine Taste gedrückt? Das ist so eine komische Haltung. Die habe ich bei anderen nämlich schon gesehen. F, A. F. Oh ja, schön. F. Das ist Rifle Slugs. Oh, schon mal besser als gar nichts. Das war also... dieses Gebäude. Mit dem Kaliber, was ich jetzt hier spazieren trage, müsste ich die auch beim ersten Knall. Okay, also mit zwei Knalls. Gasmaske. Noch so eine komische 338er Lapula. Gun Cleaning Kit nehme ich auf jeden Fall mit. Wer rührt denn da schon wieder? Gar nicht lange diskutieren. Mit denen darfst du nicht diskutieren. Lass dich da auf keine Diskussion mit ein. Das führt zu nichts. Sitzt da, was sag ich? Oh, jetzt kann ich wieder nicht rennen, weil ich zu... Ich kann da nicht raufklettern, weil ich zu schwer bin. Jungs. Oh.
Anscheinend habe ich so viel Giraffe am Mann, dass ich da nicht mehr hochwuppen kann. Na gut, darauf trinke ich erstmal ein. Ah! Wo kommt ihr denn nur wieder her? Geht auf keine Kuhhaut. Kann ich hier hoch? Nein. Kann ich da rein? Wahrscheinlich auch nicht, weil ich dann Schneebälle knete. So, aber die Tür ist jetzt wirklich zu. Ja, kann ich mich darauf verlassen? Können wir uns darauf einigen? Ein Swing-Kit, ja, nehme ich auch mit. Oh, da kommt auch schon der Nächste. Ja, wie viele sind das jetzt, wenn ich da aufmache, ist die große Frage. Hier ist bestimmt irgendwo eine Treppe nach oben. Da. Noch eine Feige. Das zu, das auch zu, das Treppe. Hey, Buddy. G'day, Mate. Hey, was habe ich noch? 13 Schuss im Magazin. Morphin, habe ich so einen nicht schon? Ach, egal. Das wäre ein sinnvoller Schuss. Ja, das ist ja alles Interessante hier schon geplündert. Kann hier eigentlich auch wieder gehen. Da bin ich rauf. Da ist Süden, dann könnte ich hier wieder runter. Ist das richtig so? Eigentlich nicht, ne? Da bin ich irgendwo hochgekommen. Dann müsste ich da wieder runter. Denke ich mal. Wenn ich hier nicht komplett... Ah ja, doch, völlig richtig so. Eine Smoke Grenade. Das Magazin kann ich hingegen sehr gut gebrauchen. Das kann ich auch gut gebrauchen. Die nicht. Das kann ich auch gut gebrauchen. Ah ne, M-Lock Magazin. Hätte ich nicht gebraucht, aber da kann ich später die Patronen rauslutschen. Wo will ich von hier aus hin? Nicht zu dem Zombie. Sich darunter eigentlich nicht, nicht? Aber generell schon so die Seite, oder nicht?
aber fast volles Magazin. Guten Tag. Tja. Ja, mal gucken. Ich bin echt völlig unentschlossen jetzt. Ich habe doch jetzt einen Kompass. Warum nehme ich den nicht einfach mal zur Hilfe? Da, komm, Kompass. Go west, young man. Ja, Westen wäre aber genau über den Hügelkamm da, ne? Ich würde mal sagen... Gott, das gehupft wie gesprungen. Ich würde sagen, da, wo ich Menschen sehe, da gehe ich hin. Bebauungen sehe oder sowas. Weil es hat ja sonst keinen Zweck, wenn ich da wieder in so eine endlose Weite hinabstapfe, nur dann festzustellen, dass es da absolut gar nichts gibt. Hatte ich schon mal erwähnt, dass der Bund, der Buchfink mich hier wahnsinnig macht mit seinem Gepoche? Ach ja, bevor ich jetzt wieder irgendwo hinlaufe, sollte ich vielleicht hier schon mal nachtrinken und dann nachfüllen. Körper hier. Sieht aus wie ein China-Böller. Davon will ich nur einen dabei haben und ich habe zwei dabei. Also tu nicht einen weg. So. Futter habe ich derzeit noch genug. Apropos, ist das schon wieder gefroren? Nee, dann kann ich es eigentlich noch aufessen. Damit die Büchse mal leer wird. Du bist ganz schön viel drin, wenn ich das so genau betrachte. Und schon wieder überfressen. Aber so gerade eben diesmal wenigstens. Joker Balaklava. Ja Gott, finde ich irgendwie geckiger als die andere. Ja, wirklich nett. Da macht man sich gleich Freunde, wenn man damit irgendwo auftaucht. Ein strahlendes Lächeln, Gilly Shrug. Ist das das Ding hier, ne? Nee, das ist Snow Gilly Armband. Das ist dann das, was man sich anstelle eines Rucksacks umhängt. Denke ich. Petrol Hood, ja, das war's auch. Hat sich jetzt nicht so richtig gelohnt. Aber ich würde sagen, es ist eine super Gelegenheit, um hier mal Pause zu machen. Das Video wird länger und länger. Dann denke ich, lassen wir es für heute einfach erstmal wieder gut sein. Die Aussicht ist gut. Ich stelle mich mal nach draußen. Kann ich mir auch in aller Ruhe da unten das nochmal angucken. Indem ich mein Fusselgewehr zücke. Ach ja, ja, ich kenne die Fabrik. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel zu holen. Aber da vielleicht schon eher. Doch, doch, ich glaube, ich erinnere mich. Da sollte einiges zu holen sein. Aber das machen wir später. Bis dahin gucken wir noch in die Gegend und wirken wichtig.